Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce, Shadow of the Phoenix. Ja, wir Zu sind allen Entschlossen. Los! immer noch in Kartei. Auf mein Zeichen! Schnell! Und müssen hier die Schnell! letzten Truppen des Imperators, des Pseudo-Imperators, Mir nach! abwehren. Da kommen schon wieder Verstärkung für die seine Truppen. Die dann auch wieder gleich in den Tod rennen werden gegen uns. Ah ja, hier ist auch der Bronzegigant. Irgendwo. Ja, da. Schnell! Ach, gehen wir einfach zum Angriff über. Und los! Für die Rune! Erst den Sergeant wegmachen. Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Vorsicht! Geht es los? Schließt sie Achtung! rein! Wow, kommt nur her! Meine Axt wartet schon. Verteidigt euch! Der Sarge ist weg. Nicht halt! Gebt mir Kraft! Sie sind überall! Achtung! Haltet durch, Männer! So, der Feindlicher Angriff! Bronzegigant Das ist eine kriegt Falle! jetzt volle Schlagseite. Zu allem entschlossen! Das ist euer letzter Fehler! Ihr seid schwach! Sie sind überall! Verstärkt die Deckung! Das ist euer letzter Fehler! Verstärkt die Deckung! So, Bronzegigant ist down. Wow, kommt nur her! Feindlicher Angriff! Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich noch die restlichen Kaisertruppen besiegen. Nein. Ihr denkt, ihr habt gesiegt, aber es hat gerade erst begonnen. Spürt nun meine Macht! Eine Macht ist nur Schabernack, Vater. Nein! Das ist unmöglich! Unmöglich! Er hatte es versprochen! Die Macht der Zirkelmagier! Leichtgläubiger, sieh dich an. Wer maskiert hat einen Narren aus dir gemacht. Nein! Ich bin der Göttliche! Der Göttliche! Aber ich kann doch nicht sterben! Ruh dich aus, Vater. Mutter wartet auf dich. Kaira! Der Kaiser ist tot. Nun habt ihr endlich Zeit, mit der Uru zu sprechen. Und dann ist diese maskierte Schlange an der Reihe. Gut, reden wir mit der Uru. Ja, bin dann wir vor dem Bronzegiganten. Ich höre aus dem Weg! Sofern wir an ihn ran. Zur Seite!
Ja, der hat einen Aria-Kristall. Finstere Allmacht. Die sieht nicht schlecht aus, die Axt. Ja, der Kaiser ist auch hinüber. Zu euren Diensten. Alles klar. Auf dem Weg. So, dann reden wir mal. Die Schlacht um Katai ist geschlagen, Runenkrieger. Ich sehe keine Sturmwolken mehr am Horizont. Es ist für euch nun Zeit, weiter nach Süden zu gehen. Ihr müsst das Dunkelwehrgebirge überqueren. Was erwartet mich dort? Das Land der dunklen Götter. Jenseits der Berge liegt der schwarze Dschungel. Der Ort, an dem Zarach einst die dunklen Völker geschaffen hat. Er ist unsagbar verderbt und böse. Selbst die Wächtergötter meiden diesen Ort, denn sie haben dort keine Macht. Es ist ein verlorenes Land. Ist dort der Unterschlupf von Hokan Aschir, dem Maskierten? Dort liegt der Knochentempel. Er ist das alte Heim Zarachs. Ein Ort, an den selbst die Götter nicht schauen können. Dort werdet ihr Hokan Aschir und den Zirkel finden. Dort hält er auch den Gott gefangen, mit dessen Blut er den Essenztrank braut. Er hat wirklich einen Gott in seiner Gewalt? Ja, einen der Wächter. Dort im Tempel Zarachs hat dieser Gott keine Macht. Dort ist er so verletzbar und schwach wie ein Sterblicher. Und Hokan wird sein Blut so lange rauben, bis all seine Pläne erfüllt sind. Hat er nicht den Zirkel erweckt? Was will er noch? Hokan strebt nach mehr. Die Maske des Belial, die ihm sein Leben wiedergegeben hat, ist auch zu einem Teil von ihm geworden. Durch die Weiten der Sternennacht ruft sie nach ihrem Herrn und Schöpfer, Belial, Meister der Totenbeschwörung, ein Halbgott im Dienste Zarachs. Hokan will sich durch die Maske mit Belials Geist vereinigen. Wenn Hokan wirklich mit Belial verschmilzt, dann wird er als Halbgott an der Spitze der versklavten Zirkelmagier gegen die Welt ziehen. Ja, nichts wird ihn dann noch aufhalten, nicht einmal die Götter. Ihr seid der Einzige, der es jetzt noch verhindern kann. Es ist eure Bestimmung, Sturmbote. Dann sollte ich mich wohl auf den Weg machen. Ihr könnt das Dunkelwehrgebirge am besten überwinden, indem ihr durch eine der alten Wachfestungen zieht. Aber die Untoten haben sie alle in ihrem Griff. Die Tore der Feste, die hier an Katai grenzt, sind verschlossen. Aber es gibt einen Weg, über den ihr trotz allem hineingelangt. Ihr müsst die Uhrwerkhallen durchqueren. Das ist ein altes Zerbitenbauwerk, östlich der Feste. Von dort kommt ihr weiter ins Innere der Wachfeste. Ich gebe euch den Schlüssel für das magische Tor der Zerbiten. Durchquert die Uhrwerkhallen, doch nehmt euch vor den zahllosen Fallen dort in Acht. Wenn ihr die Wachtfeste erreicht habt, öffnet unseren Kriegern das Tor. Wir werden euch beistehen. Runenkrieger Uru, ich sende meinen Geist zu euch. Ich habe den Wächter des Phönixsteins gefunden. Er ist bereits auf dem Weg zu euch. Wo werde ich ihn treffen? Er reist zur Wachfeste im Dunkelwehrgebirge. Sie liegt auch auf eurem Weg. Eilt euch! Der Gott, den Hokan gefangen hält, braucht eure Hilfe. Ihr kennt ihn als Darius, doch sein wahrer Name ist Erion der Gerechte. Er wurde aus dem Kreis der Götter ausgestoßen, weil er den Völkern in der Schlacht um Fiara geholfen hatte. Hokan hat ihn in seiner sterblichen Form in den Tempel gelockt. Nun nutzt er sein Blut für den Essenztrank. Ich bitte euch, findet ihn schnell. Darius braucht nun eure Hilfe. Der Geist Belials ergreift durch die Maske von Hokan Besitz. Wenn Hokan ihm seinen Körper als Heimstatt anbietet, dann wird Belial Erions göttliche Seele verschlingen.
Und dann wird er noch machtvoller werden. Ich bitte euch, Runenkrieger, beeilt euch, rettet Erion, macht all dem ein Ende. Der Geist der Bäume hat recht. Brecht in die Uhrwerkhallen auf. Die Zeit drängt. Nö. Erst mache ich andere Sachen. Questbuch wurde aktualisiert. Die Kinder des Windes. Ja, das Wissen der Uhu. Der Kaiser ist tot, die Uhu ist gerettet und Katai hat wieder Frieden. Nun solltet ihr hoffentlich genug Zeit haben, das Wissen der Uhu zu teilen. Sprecht noch einmal mit der Uhu. Nun habt ihr die Zeit, das Wissen der Uhu über den Dschungel und das Dunkelgebirge zu teilen. Geht durch das Portal im Osten in die Uhrwerkhallen. Ihr könnt das Dunkelgebirge nur durch die Wachfeste überqueren. Die Untoten haben jedoch den Zugang verschlossen. Die Uhu schickt euch durch die Uhrwerkhallen, vor denen es einen geheimen Zugang zur Wachfeste gibt. Ja. Gut. Ich möchte aber allerdings erst in den brennenden Felsen wieder mal. Und vorher würde ich gerne... Genau, Gladiatorentraining können wir jetzt machen. Wir sind Level 43. Sollten wir also auf jeden Fall jetzt machen, weil bei 44 wird es, glaube ich, wieder übersprungen. Vermächtnis der Zerbieten, da können wir noch nicht viel machen. Wachfeste reinigen. Irrfit. Ja. Wir könnten auch endlich den Schild mal wenigstens reparieren. Und ja, die Zerbietentränen noch holen. Den Stab reparieren, bevor wir ins Dunkelwehrgebirge aufbrechen. Auf jeden Fall können wir ja. Weil die letzten beiden Zerbietentränen kriegen wir vorher. Oh, wir kriegen noch Materialien. Ja. Jetzt aber erstmal mit Alia und der Uhu noch reden. Dieses Mal nicht den Text der Uhu überspringen. Ich bin gleich wieder kampfbereit, Runenkrieger. Gebt mir nur eine Weile, um auszuruhen. Ihr seid völlig erschöpft. Nein, nein, es geht mir gut. Ich bin gleich wieder bei euch. Ruht euch aus. Immerhin habt ihr eine Schlacht geschlagen und euren eigenen Vater im Zweikampf besiegt. Mein Vater, dieser Hund. Ich war Urias sein Leben schuldig. Was habt ihr nun vor? Ich durchquere die Uhrwerkhallen und versuche von der Südseite her die Wachfeste zu öffnen. Dann werden die Katai nachkommen. Bleibt hier und ruht. Ihr könnt dann mit den Katai wieder zu mir stoßen, wenn ihr wollt. Ihr habt recht. Gebt in den Uhrwerkhallen gut auf euch Acht. Wir sehen uns in der Wachfeste. Ja. Gut, so viel dazu. Für weiße Magie brauchen wir erst noch 5 Punkte Charisma, also beim nächsten Level up, ja. Sollten wir das auf 13 kriegen und das sowieso weiter höher, hoffe ich mal. Ja, das mit den Helden machen wir auch nachher. Sturmbote? Was ist das für eine Wachfeste? Es ist die alte Wacht des Kaiserreiches. Früher wachten dort die besten Soldaten des Reiches über uns. Als damals das alte Imperium der Menschen die dunklen Völker von Xu vertrieb, erkannte der Gott Kaiser, dass er zwar die dunklen, aber niemals den schwarzen Dschungel bezwingen konnte. Er ließ die Wacht bauen, eine Kette aus Festungen entlang des Dunkelwehrgebirges. Und er ließ die Elite seiner Soldaten dort Wache halten, um jedes Unheil, das der schwarze Dschungel ausspeien würde, sofort im Keim zu ersticken. Zuerst begehrten wir Katai dagegen auf. Aber als der alte Kaiser schwor, uns und alle Völker dieses Landes auf ewig vor den Kreaturen des Dschungels zu schützen, da willigten wir ein. Dieser Schwur hat das Reich viele Generationen lang geschützt. Und selbst wenn Zwist und Krieg herrschte, die Hörner der Wacht riefen uns zusammen.
Hasim, Katai oder Kaiserlicher. Und wir boten gemeinsam den Schrecken des Dschungels die Stirn. Doch das sind heute nur noch Erinnerungen. Die Wacht ist verfallen. Keiner späht mehr an den Mauern. Das Reich ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Ja, und Rohan hat Portale dahin errichtet, dass ja jeder durchkommt.